Oh, da fliegt ein Flugzeug vorbei. Damit herzlich willkommen zurück zu SimCity. Bei mir hingegen brennt's. Und ja, zwar ist ja auch schön. Ist auch was los. Aber 4 von 4 Bränden werden gelöscht, angeblich pro Tag. Das ist also gar nicht unbedingt so schlecht. Ich muss mal ein bisschen schauen, wie sich meine Stadt entwickelt. Oh, ich habe hier Unternehmen, die tatsächlich im Grundstückspreisbereich 2 sind und auch offensichtlich eine höhere Dichte erreicht haben. Zumindest sind die größer geworden. What the fuck? Ich weiß nicht genau, wie ich den Rest der Straße dazu kriege, höher, größer zu werden. Das ist auch ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was es mit denen auf sich hat. Es gibt so freie Unternehmen. Da ist dann keine Dichte mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will gerade so ein Straßenbahndepot hinstellen. Das ist ja riesig. Das ist, wo soll ich das hinstellen? Kann man das, nicht, schon kann man das nicht außerhalb der Stadt hinstellen? So. Das ist doch irre. Ich habe in der Pause übrigens beschlossen, hier auf diese Insel nicht die Universität zu stellen, sondern da eine touristische Attraktion nachher später hinzubauen. Denn ich möchte dieser Stadt nachher einen touristischen Glanzfaktor verleihen. Aha, aha. Ja, das ist mein Vorhaben. So. Mangel an Arbeiter. Ja, dann zieht halt ein, ihr Luschen. Habe ich denn irgendwie Probleme auf den Straßen? Na gut, nachts darf man da nicht gucken, weil man da keine Angaben bekommt. Verdammte Axt. Das funktioniert irgendwie alles nicht so, wie es soll. Ich habe jetzt mein Straßenbahndepot dann doch mal platziert und werde jetzt mal so die Straßenbahnlinien hier hinpflanzen, dass sie jetzt zur Arbeit kommen. Weiß ich nicht, nutzen Schüler das überhaupt nicht? Die Straßenbahn? Wieso bist du früher mit der Straßenbahn gefahren? Das ist ja voll uncool. Sie hat nicht. Sieht man mal ein bisschen, wo bei mir viele wohnen. Also tatsächlich hat sich hier so ein Stadtzentrum gebildet bei mir in der einen Ecke. Mhm. Und in den anderen ist wirklich so ein bisschen Suburbs-mäßig, was die Einwohnerzahlen angeht. Die Frage ist, wie kriege ich denn... Okay, da ist das Gewerbegebiet. Das läuft eigentlich auch ganz okay. Industrie ist da hinten, das ist jetzt egal. Und jetzt habe ich die Grundstückspreise. Hier muss ich, offensichtlich noch ein paar Parks hinsetzen. Da versuche ich es doch mal mit hochwertigen Parks. Zum Beispiel da. Ach, schwuppdiwupp. Und schon ist es da ein bisschen erhöht. So, jetzt fahren hier schon wieder Straßenbahn rum. Finde ich super. Ich glaube, ich kann dir auf der Regionskarte noch mal wieder ein paar irgendwelche Sachen spendieren. Oh, was kommt da für Pfeile rüber von dir? Lila und Orange, was sind das? Offensichtlich kann man tatsächlich die Preise auch in Kaufgebieten erhöhen, wenn man einfach nur Parks hinsetzt, also die Bodenpreise. Mhm. Das irritiert mich jetzt. Oh, ich habe ein Loch im Geldbeutel. Ich gebe pro Stunde 15.000 aus. Machst 15.000 minus, oder was? Nee, aber ich habe Ausgaben in Höhe von 15.000. Wie viel habe ich denn? Das ist wahrscheinlich für dich lächerlich. Bei mir gehen die Einwohnerzahlen auch scheinbar wieder zurück. Ausgaben 16.000 pro Stunde. Ich weiß nicht, warum. Was mache ich denn? Naja, dann setze ich hier hinten noch einen. Ich bräuchte mehr Industrie. Im Prinzip bräuchten mehrere Sachen. Wir müssten eine Industriestadt eigentlich bauen. Ich setze jetzt hier hinten sowas hin. Mit einer Hightech-Industrie dann. Was mit meinem Abwasser denn? Ich kann doch mein Abwasser verkaufen, oder nicht? Die Dichte geht zurück, ich werde bescheuert. Passt doch. Na die gut. Dichte geht zurück? Ja, hier geht es in manchen Bereichen die Dichte zurück. Ich guck mal meine Dichtekarte kurz an. Oh, da ist viel grün, aber es gibt auch ein paar rote. Und orangefarben, ne? Und gelb. Was ich übrigens total bescheuert finde, man kann doch Parks upgraden. Ja. Aber ich kann sie nicht in eine andere Qualitätsstufe upgraden. Ja, was soll denn das? Ne? Ich kann sie nur umbauen. Du kannst halt einen Kindergarten nicht zum Basketballplatz umbauen. Ist halt so, ein Kindergarten. Warum Kinderspielplatz. Nicht? Du musst halt komplett planieren wie in echt. In echt müsstest du dann auch dann das Planieren neu. Ja, kannst du nicht einfach ein paar neue Bäume pflanzen, dann ist es ein Basketballplatz. Finde ich aber nicht gut. Naja, findest du nicht gut. So. Also, das ist schon echt süß. Das hat sich jetzt hier wirklich so eine richtige Innenstadt gebildet mit eigentlich fast durchweg, naja, hier noch nicht ganz, aber von der Einkommensstufe scheinbar so auf der mittleren Ebene, zumindest sind die Grundstückspreise für die Mittelreichen gedacht. Mhm. Und sie wollen jetzt auch gerne, tatsächlich, jetzt geht es hier richtig hoch. Wahrscheinlich steht es schon seit zig Folgen als Tipps drunter mit den Parks, aber auf jeden Fall gehen hier in
manchen Bereichen bei meiner Stadt ziehen sie jetzt richtig schön Gebäude mit höherer Dichte. Oh, und die Grundstückspreise. Also jetzt ist hier wirklich Luxus ausgebrochen. Naja, du erzählst, du willst, dass die Leute deine Folge gucken. Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert. Das glaubt man nicht. Das muss und hier man ist klein und peng. Und das muss man sehen, das glaubt man nicht. Godzilla. Haben wir eigentlich schon eine Katastrophe, die wir freischalten können? Nee. So, wir haben jetzt zwei Stimmen. Wir könnten hier so eine Industriestadt aufmachen. Also könnte ich aufmachen. Wie viel Geld verdienst du pro Stunde? Ich verdiene pro Stunde 5000 Dollar. Ich verdiene gerade Simoleons, bitte. Simoleons. Und ich bin soweit. Ich baue hier hinten eine Industriestadt jetzt auf. Ich will hier hinten, ich glaube, ich bin kurz davor, meine Universität zu eröffnen. Du mit deiner Universität? Ich bin da irgendwie ein bisschen geil drauf. Dann mach das halt, okay. Ich will halt endlich wieder auf Studentenpartys gehen. Dann mach das doch mal. Ich guck mal kurz, wie sieht es eigentlich mit den Arbeitskräften aus? Das gucke ich mir mal kurz an. Offene Stellen gar nicht so hoch bei mir. Ist ja ganz cool eigentlich. Wie sieht es denn mit meiner Versorgung aus? Also Wasser ist zum Beispiel bei mir jetzt wirklich gut. Oh, im Hightech-Bereich habe ich voll viel offene Stellen. Die Leute sind so doof dafür. Ich streiche diese Anlage, die Sache mit der Universität. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass das hier ein bisschen eine sauberere Angelegenheit wird. Ich würde total gerne eine Uni bauen, aber ich habe keinen Platz dafür. Und ich würde. Aber wir müssen mal mehr hochkommen jetzt mit der. Ich baue hier hinten, dann baue ich die Uni. So. Drauf geschissen. Ich mache jetzt eine neue Stadt auf da hinten. Und baue da eine Uni. Boah, das ist. Da guckt ja keiner mehr bei mir, wenn du jetzt irgendwie mit einer neuen Stadt anfängst. Der gibt ja ein bisschen Mühe. Alter Angeber. Ja, das hilft nichts. Ich kann keine Uni bauen. So. Dafür brauche ich jetzt eine Brücke, Etchebetche. Ja, so. Bau halt doch. Aber wie? Das wird eine total geile. Wie baut man denn Brücken? Wie baut man Brücken? Ja, wie baut man Brücken? Weiß ich ja nicht. Also, wenn ich die einfach darüber ziehe. Müsste gehen, doch, ich habe schon mal sowas Ähnliches gehabt. Zu großer Neigungswinkel, sagt er mir bei mir. Probier's ja mit verschiedenen Straßen und verschiedenen Geschichten. Na, ich probier's mal hier. Ich will aber eine Brücke. Oh nee, warte mal, hier zeigt er mir eine so eine Hilfslinie an. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich da nur so an der Seite so eine dumme Brücke bauen darf. Ich weiß nicht, was du da machst. Nee, darf ich auch nicht. Wo kommt denn das erste Uni-Gebäude hin? Ist hier genug Platz für die Uni? Hier. Ach, tatsächlich, so würde eine Brücke entstehen. Für die Uni ist nicht genehmigt. Okay. Gemeindehaus in der Region habe ich. Gemeindehaus in der Region, zum Rathaus, Bildungsabteilung, alles in der Region. Ach, ich muss. Ah, nee, ist auch Region. Ist alles Region. Die Stadt hat noch nicht geschnallt, dass in welche Region sie ist oder so. Weisen Sie ein Gebäude, damit Ihre Sims einziehen können. Gucken, wie das jetzt funktioniert. Es wird interessant jetzt, wenn ich das erste Mal probiere, das hier mit der Region. Könnte ich hier vorne. So, jetzt habe ich die fetteste Straße, die man sich vorstellen kann, gebaut in diese blöde, auf diese blöde Mini-Insel darüber. Frag mich bitte nicht, warum. Ist totaler Quatsch, weil wer fährt, da hätte eine einfache kleine Straße gereicht, weil da fährt ja keiner rüber. Man kann auch, das ist auch, das ist Scheiß mit der Karte, weil ich kann auch nicht sonderlich nah ans Ufer ranbauen. Also ich verliere nicht nur das Wassergelände, ich kann auch keine Gebäude irgendwie an die Straßen, die zum Ufer hingehen, halbwegs hinten vernünftig hinstellen. Nein, das ist hier kaputt gegangen. Ach, so ein Mist. Ich habe auch eine Straße gerade über so ein Wasserstück gebaut. Dabei sind doch gerade die Wassergrundstücke, die Geld bringen. Und jetzt ist danach kaputt gegangen. Wie, die Brücke ist kaputt gegangen? Nein, dann am Ende der Brücke kann ich jetzt nichts mehr anbauen, weil er immer sagt, der Neigungswinkel wäre falsch. Die Sau. Also ich muss die Brücke nochmal abreißen. Hä? So. Wie teuer kostet mir jetzt die gleiche Brücke nochmal? Kostet mich 10.000, danke dafür. Warte mal, du bist am Ende der Brücke und versuchst. Konnte da nicht mehr, dann nicht weiterbauen. Ja, Straße. Das hab ich jetzt auch. Ausreichende Neigung. Du musst ein Stück weiter über die Ecke bauen, dass du halt noch so ein Stück rausragen hast in das Landgebiet. Sonst kannst du die Brücke wieder einreißen und nochmal machen. Viel Spaß. Kostet ja nur. Ah, nee, warte mal. Millionen. Was verschiebe ich denn jetzt hier? Ja, dann kriegen sie da halt die fette Straße, ist mir jetzt auch egal. So, und jetzt will ich ein. Ja, was will ich denn? Irgendwas fehlt hier. Und er schneit noch nicht das. Das ist wieder so ein ärgerliches. Ich gehe jetzt mal zurück in die andere Stadt. Möchte Kultur. Tourismusabteilung. Achso, das geht noch gar nicht. Er schneidet bei mir noch nicht, dass er in der Region
alles verfügbar hat, um diese Uni zum Beispiel zu bauen. Das schneidet er halt nicht. Ja. Voll blöd. Ich kann hier hinten leider das nicht hinstellen, was ich hinstellen wollte. Ich wollte da meine erste touristische Attraktion hinstellen. Aber es geht nicht. Weil ich noch nicht das entsprechende Zentrum dafür habe. Aber, jetzt checke ich noch mal kurz den Strom, der dürfte noch reichen. Im schlimmsten Fall kaufe ich dir was ab. Habe ich die blöde Kläranlage irgendwo hingestellt? Nee. Ach Mist, jetzt wollte ich die Uni endlich irgendwo hinstellen. Geht aber nicht. Pumpstation. So. Jetzt komm, sonst komme ich. Mal schauen, ob das was wird. Naja, ich traue mich nicht so richtig. Man kann ja auch nicht speichern und dann mal kurz zurückspringen. Ja, dann halt dahin. Oh nee, kommt! Ach, scheiße! 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 Ah! Was ist mit dir denn los? Fuck. Hallo, reiß dich mal zusammen. Ah. Was ist denn los? Ah, ich habe jetzt die Kläranlage in die Nähe von Wohngebieten gestellt, weil ich ja dachte, dass die... Nee, die reiß ich wieder ab. Das schöne Geld. Weg. Einfach weg. Was machst du denn da? Dafür fahren Leute von mir, Schüler von mir, fahren zum Unterricht nach Pasewalk. Ja. Ja, anscheinend, ich habe nicht genug Schulplätze. Aber das war übrigens einer der geilsten Kommentare in irgendeiner von den früheren Folgen. Ich ja von, auch nicht. Von wegen, ja, was ich mir denn dabei denke, das Ding hier Pasewalk zu nennen. Es gäbe ja nur wirklich bessere kleine Kaffs. Und dann war irgendeine Hitler-Anspielung. Habe ich auch nicht verstanden. Irgendwas hat er da wahrscheinlich irgendwann mal gemacht. Aber mal ganz ehrlich, zeig mir mal eine Stadt, in der der nichts gemacht hat. Also, ich weiß nicht, was das sollte. Jetzt kann ich an der Stelle nicht mehr bauen oder was? Was ist das für ein Quatsch? Ich bin da halt geboren, also habe ich das auch so genannt. Also. Na echt mal. Leck mich. So. Kann ja ruhig wahr sein. Ja, was mache ich denn? Du baust irgendwo eine Industriestadt, oder? Jetzt dann kann grad. Ich theoretisch... Jetzt Industrie an. Ja, dann kannst du deine ganzen Leute dahin schicken. Dann stelle ich jetzt hier die blöde Kläranlage hin und hau dafür ein bisschen Industrie weg. Das ist mir jetzt dann auch egal. Dann sollen die halt rübergehen und sich da irgendwie Jobs suchen. Ja, genau. Das habe ich jetzt weitere auch Städte beanspruchen? Nee, das kenne ich schon. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, kann denn die Kläranlage... Kann ich dann die Rohre ausschalten, wenn ich Kläranlage habe? Die Abwasserrohre? Hm? Müsstest du ja. Das wäre Sinn der Sache, oder? Das wäre natürlich super. Weil das halt auch gut für den Boden ist. Kann man mal die Bodenkarte anmachen. Moment. Wo ist denn die Bodenkarte? Siehst du, ich hatte ja noch Öl in der Stadt. Moment. Habe ich nicht. Irgendwo war doch Öl. Ah ja, genau im Stadtzentrum, da wo die Reichen wohnen. Können sich das Zeug gleich in den Keller pumpen. So, ich probiere es ja gerade aus, ob es funktioniert. Wenn ich jetzt hier einfach Industrie hinsetze, obwohl ich hatte eh noch offene Stellen. Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung. Das heißt, ich hätte nicht genug Leute. Das muss ich mir mal angucken. Irgendwas habe ich, glaube ich, gerade falsch gedacht. Probiere mal ein bisschen rum mit dieser ganzen Regionsquark. Quark. So, Arbeitsplätze nochmal anschauen. So, ich habe im niedrigen Bereich zum Beispiel. Hier gibt es offene Stellen. Ganz viele. Das heißt, ich habe mehr Arbeiter. Ich habe weniger Arbeiter als Arbeitsplätze. Also ich muss eigentlich noch mehr Leute anziehen. Okay. Das probiere ich dann später nochmal aus. Ich habe nur was reingebaut. Mein Gott. Okay. Mal da rein wieder. Kann man auch vielleicht, ich weiß gar nicht, man muss seine Stadt auch wieder verlassen können, oder? Wenn man nicht möchte. So ein Gebiet, dass das wieder völlig freigeben wird, oder geht das gar nicht? Ich weiß nicht genau. Das aber vielleicht ist es ja gar nicht, also vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass du, ich mach das jetzt mal weg. Ich erhöhe erstmal, ich muss erstmal die Dichte in meiner Stadt erhöhen. Ich senke mal die Einnahmen, dass da irgendwie die Leute voll Bock haben, da einzuziehen. So, das kommt weg. Planieren. Verlassen, jetzt habe ich verlassene Gebäude. Was ist denn hier los? Tja. Oh, zu hohe Steuern. Ja, guck an. Aber in den Wohngebieten? Ja Gott, dann sollen da halt reichere kaufen gehen. Ich glaube, ich habe das falsche Haus weggerissen gerade. Ups. Sind noch mehr verlassene Häuser? Ja, hier hinten. Ich lösche alle Brände. Ja, sucht euch halt. Kommen. Was war da jetzt das Problem? Zu niedrige irgendwas?
sucht euch halt einen anständigen Job. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern in der Stadt. Also Feuer, hier ist hohes Feuerrisiko, aber bis jetzt werden alle Brände pro Tag gelöscht. So, das sollte also okay sein. Was habe ich denn noch? Grundwasser. Da hinten wird es ganz schön eklig langsam. Guck mal, dass das nicht irgendwann blöd wird. Da ist noch blaues Wasser. Sehr gut. So, Müll wird... Da ist der Müll gerade hoch, aber er wird ja trotzdem abgeholt. Sonst dann nirgendwo hoch. Bedanken Sie sich. Einer Ihrer Nachbarn gibt Ihnen Feuerschutz. Das ist halt irgendwie ein Krieg hier. Ba. So, gucken wir mal kurz an. 31 von 57 pro Tag. Falls du übrigens diese Industriestadt irgendwann mal aufziehst, dann sollten wir unsere Energieversorgung dahin verlagern, weil... Auf jeden Fall. Ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. So ein richtig schöner Dreckmoloch. Am besten ein Atomkraftwerk hinstellen. Dann passt das schon. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier nochmal kurz durchgucken. Wo ist denn das andere Krankenhaus? Gerne expandieren? Ja. Oder? Jetzt mach doch mal was hier so. Dichte hält sich, aber kann ich Ihnen eine bessere Straße geben? Hohe Dichte brauchen Sie eigentlich nicht. Die sollen doch erstmal auf die mittlere Dichte kommen. Was wollt ihr denn noch? Frage ich doch mal meinen Helfershelfer. Verschmutzung ist wirklich schlimm inzwischen. Okay, da versuchen wir was gegen zu machen. Es gibt viele Verletzte, viele Keime. Okay, Moment, also schauen wir uns mal die Verschmutzungskarte an. Ja, das ist halt Industrie. Da müsst ihr halt irgendwie wegziehen oder so. Ein Wellnesszentrum kann ich bauen. Schickt einen Wellnesswagen zu Wohnhäusern der Stadt. Er hilft den Sims beim Putzen und entfernt dabei einige der Keime, die Krankheiten verursachen. Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Wo kannst du denn sowas bauen? In einem großen Krankenhaus. Aber baue ich jetzt ein Wellnesszentrum oder was hilft das? Ist das so geil dann? Ja, nicht so, weiß ich nicht. Diagnoselabor. Diese ganzen Meldungen funktionieren irgendwie alle nicht richtig. Ich habe jetzt schon wieder Leute, die sich beschweren von wegen, ja, hier bin krank und Kapazitäten und tralala. Ja, dann nehmt halt mal, die Krankenwagen sind doch alle da. Die Krankenhäuser sind überhaupt nicht ausgelastet und trotzdem heulen die Leute rum. Bei mir ist manchmal geil, da schimpft der über Wartezimmer fast voll und so einen halben Block weiter, das hat das riesige Krankenhaus, was halt noch Platz hat. So, irgendjemand braucht mehr Geld. Oh, naja, schau mal. Die verlassen mir hier die... Also nee, ich habe mich gerade... der Witz, jetzt zeigt mir an, dass ganz viele Verbrecher im Polizeirevier sind. Ich hoffe, die sitzen im Gefängnis und meint nicht irgendwas anderes damit. So, dann haue ich mal im Gewerbegebiet die Steuern runter. Aus Versehen ein großes Gebäude abgerissen. Scheiße. Hoffentlich war da gerade keiner drin. Alle tot. Geil. Zack, weg, passt. Ja, sowas kann mal passieren, wenn man eine Stadt baut. Kollateralschäden. So, was haben wir denn noch? Ach nee, ich wollte schauen, was die mir hier für Sorgen haben. Ja, sie brauchen mehr Geld. Das, wie gesagt, da kann ich nicht viel machen. Sie ärgern sich über hohe Steuern, das habe ich gesenkt. Sie haben zu wenige Kunden. Ja, nee, versuche ich ja gerade zu ändern. Unzufriedenheit bei den Normalen. Schlecht ausgebildete Arbeiter. Das verstehe ich aber jetzt gerade auch nicht ganz. Wir müssen vielleicht mal für die Technikstufe 2 so eine Hochschule bauen, wenn es halt mit anderen Stadt. Habe ich ja. Ich habe das ja direkt in der so eine allgemeine Hochschule habe ich gebaut und zwar direkt in der Industriegegend. Die ist auch ganz gut ausgerüstet eigentlich. Die kann genug Leute aufnehmen, die ist nicht an ihrem Limit. Von daher verstehe ich nicht so ganz, was die von mir wollen. Die können auch nur rumheulen. Furchtbar. Jetzt verstehe ich langsam, warum der Wovereide immer so einen unterschwelligen Hass auf die Leute hat. Weil, wenn man denen mal live begegnet, aus dem Fernsehen denkt man ja vielleicht manchmal, ach, der ist ja so ein lustiger, netter. Wenn man den live begegnet und dem so richtig ins Gesicht gucken kann, dann sieht man richtig, der ist so angekotzt. Ja? Ja. Ist das so? Also, so kam mir das immer vor. Auch auf diesen, also, wenn da mal irgendwie auf irgendwelchen komischen Feiern oder so. Das sah immer aus, als
kann ich euch nicht alle einsperren lassen, so nach dem Motto. Ich habe ja gerade die Gebäudedichtekarte aufgerufen und sehe jetzt hier in so einem Gebiet, sind voll die grünen Balken, also die wollen expandieren, die wollen ihre Dichte erhöhen. Dann denke ich mir halt, ja macht halt. Macht doch. Weil die wollen das halt und leben alle in ihren Wohnwagen und Einfamilienhäusern. Ja, dann baut euch doch halt mal geilere Häuser. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Einkaufsstraße, wo die Grundstückspreise unglaublich hoch sind, aber sie kriegen ihre Dichte nicht hoch. Fehlende Kunden. Irgendwie habe ich meine Einkaufsstraße mir kaputt gebaut, indem ich da die falschen Parks wahrscheinlich gesetzt habe. Zumindest wollen die da nicht hoch ziehen. Aber irgendwie habe ich auch ganz viel Geld angestaut. Und jetzt geht mein Traum in Erfüllung. Jetzt geht's los. Also, Moment. Was ist denn dein Traum? Als erstes bauen wir ein neues Ministerium. Ich kann mein Bürgermeisterhaus upgraden. Ach so. Ich habe jetzt 15.000 Bewohner. Wie viel hast denn du eigentlich? Du bist schon tausendmal größer. Bei mir gab es gerade die Nachricht, dass ich 50.000... Boah. Ich mache halt, also wie gesagt, irgendwie grundlegend verstehe ich das Spiel nicht richtig. Ich glaube, du machst es ein bisschen langsamer, ein bisschen halt andere... Und jetzt upgrade ich das. Was ich gerade probiert habe übrigens, mal da, um das vielleicht zu erklären. Ich habe ja so ein Gebiet, wo gesagt wird, die wollen unbedingt aufsteigen und höhere Dichte. Ist voll dunkelgrün halt. Und es passiert halt nichts. Da habe ich einfach mal ein paar Häuser abgerissen. Dachte, vielleicht bauen die halt da mal komplett neu was hin, was sie halt geil finden. Mhm. Das hat überhaupt nicht geklappt. Da haben wir wieder so kleine Häuser hingesetzt. Ich baue jetzt die Tourismusabteilung, weil wir haben ja in der Region eigentlich... Tourismus würde ich jetzt noch gar nicht... Versorgungsabteilung haben wir doch, oder? Lass mal kurz gucken, was es gibt. Also, ich habe die Sicherheitsabteilung gebaut, die Verkehrsabteilung und die Versorgungsabteilung. Und du hast die Bildungsabteilung und würde jetzt die Tourismusabteilung, weil ich endlich anfangen will, schöne Sachen... Ich habe doch diese super Insel und will da endlich was Schönes hinsetzen. Was hätten wir denn noch, was man bauen können? Die Finanzabteilung? Nee, die haben wir ja schon irgendwo. Irgendwo müssen wir die haben, weil wir müssen die irgendwo haben, weil wir können die Steuern schon einzeln einstellen für die unterschiedlichen Einkommensstufen. Du musst die schon irgendwie haben. Hä? Ich baue jetzt das Bild Tourismusabteilung. Was bringt die denn sonst noch, oder so, die Tourismusabteilung? Die schaltet Park, halt... Stadien, Wahrzeichen. Die schaltet auch besondere Parks frei. Jetzt kann ich das hier wieder nicht anbauen. Na, dann mache ich es daran. So. Schauen wir uns gleich mal an, wie das aussieht. Habe ich auch nur kleine Häuser für abreißen müssen. Ist nicht so schlimm. Naja, schon wieder eine Folge vorbei, glaube ich. Das vergeht immer wie im Flug. In der nächsten Folge werde ich nochmal schauen mit der anderen Stadt, ob die jetzt endlich gemerkt hat, was ich hier für Erweiterung fürs Rathaus habe. Ich konnte halt vorhin da keine Uni bauen, weil er gesagt hat, nee. Und dann habe ich halt geguckt, die Checkliste durch. Eigentlich ist alles erfüllt, was in der Checkliste steht. Vielleicht dauert es ein bisschen, wie gesagt, bis er merkt, dass er das machen kann. Mhm. Das gucke ich mal in der nächsten Folge. Und ansonsten will ich jetzt dann die Dichte hier erhöhen und gucken, was ich dafür machen kann. Das ist mein Plan. Mein Plan ist, in der nächsten Folge wird die Uni eröffnet. Und warum öffnest du denn die Uni? Das will ich doch machen. Ich will die Uni. Das jetzt sei ruhig. Kein Wunder, dass in der Stadt nichts wird. Ich habe doch extra bei da mir hinten, geht die Einkaufsmeile. Ich brauche besser ausgebildete Bewohner, weil bei mir geht die Einkaufsmeile mit den teuren Geschäften vor die Hunde. Die sieht zwar geil aus, aber die sind halt nicht besetzt. Und ich baue das erste Wahrzeichen auf meine Trauminsel. Ja. Und einen Raketenstart machst du auch. Du bist wie Nordkorea, du hast irgendwie komische Pläne. Du kannst das alles überhaupt nicht von den Zehn. Ich rede mal in der Pause mit Christian. Ich mache das einfach wie Nordkorea auf Kosten meiner Bevölkerung. Ja, ich bring gleich mal in der Pause den Christian hier wieder für den Boden der Tatsachen zurück. Und in der nächsten Folge sagt er dann, was er wirklich macht. Bis dann. Tschüss.